Wie sehen Sie die Diskrepanz dessen, dass München einerseits das größte Drogenfest hat, aber andererseits die strengsten Gesetze, was... Hallo liebe 9B, ich war auf einem der größten Drogenfeste der Welt, dem Oktoberfest, um die Menschen zum Thema Drogen zu interviewen. Ja, es gab erst letztens so ein ähnliches Video von der Gamescom, aber wegen der bayerischen Doppelmoral, wie mit unterschiedlichen Drogen unterschiedlich umgegangen wird, sind die Antworten hier natürlich umso interessanter, weil man vermuten könnte, dass hier viele Alkohol fälschlicherweise nicht als Droge anerkennen. Was? Pro oder Anti-Drogen? Anti-Droge. Auf dem größten Drogenfest? Anti-Droge? Hier. Ja, ist ja, Alkohol ist ja auch eine Droge. Ah, so ein Schmarrn, das ist ein Lebensmittel. Ein Lebensmittel? Anti natürlich. Anti, aber auf dem hier ist ja das größte Drogenfest überhaupt. Ja, kommt drauf an, was man trinkt. Ich trinke halt alkoholfrei. Also okay, das heißt, Sie sind auch Anti-Alkohol? Nicht immer. Aber Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind Anti-Drogen. Ja, da hast du schon recht. Ja. Und LSD? Auf keinen Fall. Aber LSD hat ein geringeres Schadenspotenzial als Alkohol oder Cannabis. Trotzdem, es hat ein extrem hohes Suchtpotenzial. LSD hat mitunter das geringste Suchtpotenzial von allen Drogen. Na, das glaube ich nicht. Doch, es ist so. Pilze und LSD sind, was das Suchtpotenzial angeht, extrem weit unten. Also, okay, dann muss ich mal informieren. Dann LSD, musst du jemanden fragen, dass ich besser auskenne, weil ich will damit eigentlich nichts zu tun. Ja, alle Pro- oder Antidrogen? Wir sind hier auf dem Oktoberfest. Da ja, also muss Pro sein. Ja, oder? Eigentlich Pro. Ja. Pro LSD. Nee, das nicht. Das nicht? Das nicht. Warum nicht? Das ist doch weniger gefährlich als Alkohol. Bier ist das Beste. Anti. 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 Auf dem größten Drogenfest seid ihr Anti-Drogen? Ja, klar. Hey, ganz klar Pro-Drogen. Ja, sehr gut. Wir suchen Leute, die Anti-Drogen sind. Nee, scheiße. Ja. Aber Alkohol ist doch auch eine Droge. Aber Alkohol geht. Alkohol geht. Und ja. Cannabis? Geht Cannabis? Das geht auch. Okay, und LSD? Nein. Warum LSD nicht? Das ist eine harte Droge. Alkohol, Drogen, okay. Ja. Alles andere bin ich absolut down. Nicht down. Also LSD geht nicht klar für dich? Null. Also null. Das heißt, du würdest es selbst noch nicht probieren oder findest du auch, dass man es auf keinen Fall legalisieren sollte oder sowas? LSD in no chance Legalisierung, Mann. Obwohl es weniger Schaden anrichtet als Alkohol? Alkohol richtet auch mehr Schaden als scheiß Gras. Insofern ja. So... Das ist eh schon falsch. Mehr Alkohol illegalisieren, Gras legalisieren. Wie sehen Sie die Diskrepanz zwischen Bayerns strenger Drogenpolitik und diesem Drogenfestes? Da bin ich jetzt ein bisschen sprachlos. Nehmen wir das schon. Scheißegal, ey! Ein Potthammer! Den scheiß grünen Schuh, kannst du den Arsch in die Schirren da! Sei fix, ey! Seid ihr Pro oder Anti? Oh. Für mich wirkt das hier nicht wie so eine Drogenszene, aber... Ja, aber es trinkt ja jeder Alkohol. Ja, das stimmt. Legalized Gras, Mann. Ja, Mann, sehr gut. Ich finde, das sollte einfach nicht legalisiert werden, weil der Übergang dann einfacher gemacht wird. Also die Jugendlichen tendieren eher dazu, das dann zu nehmen. Aber in allen Ländern, wo man legalisiert hat, ist die Konsumrate bei Jugendlichen nach unten gegangen. Zum Beispiel Colorado oder sowas, da haben die dann weniger Jugendliche konsumiert, weil ja dann es ja nicht für Jugendliche legalisiert wird, sondern nur für Leute ab 18. Ja, haben Sie da wirklich Studien, die das beweisen? Ja. Einfach googeln, Cannabiskonsum in legalisierten Ländern und dann geht's nach unten. Habe ich dich überzeugt, dass man dann legalisiert? Dann wurde ich überzeugt, ja. Ja, sehr gut. Yes! The Hashish? Mhm. Sehr gut. Findest du okay, dass es da so einen Widerspruch gibt? Nein, ich finde, das ist gar nicht so ein großer Widerspruch. Aber quasi Alkohol gehört zu den gefährlichsten Drogen und trotzdem wird das hier so quasi zelebriert fast, dass man trinkt und exzessiv säuft. Es wird angejubelt von Leuten, wenn sie sich hinstellen und dann ein Bier exen. Aber trotzdem geht Bayern ansonsten sehr streng gegen Cannabis vor oder gegen LSD oder sowas. Ich finde, LSD, Cannabis und Alkohol sind nochmal eine andere Schiene. Also ich find, das ist schon eine andere Schiene. Also LSD ist zum Beispiel wesentlich weniger gefährlich als Alkohol zum Beispiel. Ja, aber ich finde, so extrem ist es hier auch nicht auf dem Oktoberfest. Ich finde, da wird schon drauf geachtet. Ja, also wenn man so ein Fest für LSD machen würde und auch darauf achten würde, würdest du supporten? Nee. Aber warum nicht? Weiß ich auch nicht. Aber zum Beispiel LSD ist viel weniger schädlich als Alkohol und illegal. Die Frage ist schwierig. Also ich finde halt,
ich habe LSD noch nie probiert. Also ich finde Bier jetzt schon ein bisschen angenehmer. Ja, aber das können Sie ja nicht wissen, wenn Sie es noch nicht probiert haben. Haben Sie schon andere Drogen probiert oder nur Alkohol? In meinen früheren Jahren habe ich schon mal was anderes probiert. Ja. Du bist Anti-Drogen? Ja. Warum? Weil ich finde, man sollte seinen Körper nicht mit solchen Sachen kaputt machen. Das heißt, ihr seid auch Anti-Alkohol? Ja. Okay, dann warum seid ihr hier? Anti-Alkohol, aha. Nee, war nur Spaß. Natürlich sind wir nicht Anti-Drogen komplett. Okay, aber sondern nur so gefährliche Drogen wie Alkohol sind gut? Nee, natürlich nicht. Alle Drogen sind in gewissem Maße, natürlich sind alle schädlich, aber in gewissem Maße kann man sie konsumieren. Und das ist egal, ob es Alkohol ist oder Zigaretten oder LSD oder was auch immer. Richtige Antwort. Das Leben geht auch ohne solche Drogen. Geht das Leben auch ohne Alkohol? Geht auch. Ja. Aber es geht das Leben auch ohne Achterbahnfahren? Ja. Es geht das Leben, quasi ist das ja dann kein vernünftiger Maßstab, was man setzen soll, ob was ohne geht oder mit. Ist das dann, das ist ja kein richtiger Maßstab. Was ist dann ein richtiger Maßstab? Ja, wie gefährlich die Droge ist. Ist es ein bisschen widersprüchlich, dass Bayern hier das größte Drogenfest hat und trotzdem die strengste Drogenpolitik, was andere Drogen angeht? Ist das widersprüchlich? Nein. Warum nicht? Weil Bier ein Grundnahrungsmittel ist. Okay. In Maßen ist es ein Grundnahrungsmittel. Du musst, ist ja nicht gesagt, dass du 2-3 Maß trinken musst. Wenn du ein halbes Bier trinkst, dann ist es ein Grundnahrungsmittel. Dann brauchst du den Rest des Tages nichts mehr zum Essen. Da könnte es man ja verbieten, dass man Bier in hohen Mengen kaufen darf oder sowas. Oder dass irgendwie der Staat Strichlisten führt oder so. Ja, man kann alles Mögliche. Man kann alles Mögliche reglementieren, wenn man das will. Wir sind vollkommen Anti-Drogen. Wir sind große Fans für richtige Weltwahrnehmung, wenn Sie mich verstehen. Okay, also man sollte keinen Alkohol trinken. Eigentlich nicht. Alkohol gehört nicht zum richtigen Drogen. Alkohol ist eine der gefährlichsten Drogen. Alkohol ist genauso wie eine angenehme Zeit verbringen. Also, aber Heroin ja auch. Das ist was anderes. Heroin macht stärke Abhängigkeit. Das ist medizinisch bestätigt. Alle Drogen. Alle Drogen? Alle. Alle Drogen sind gut? Nee. Welche sind gut? Gar keine. Keine Drogen gut? Alkohol nicht gut? Bisschen. Sollte man Drogen legalisieren? Nein. Warum nicht? Tja. Ja. Alles klar. Gute Frage. Ich würde sagen, dass viele hervorragende Sachen wurden unter LSD-Wirkung geschrieben und erfunden. Wieder von der Open Mind. Ja. Hallo. Alle Drogen, ja, wenn man es im Rahmen hält und nicht zu stark übertreibt, dann... Ich bin pro Drogen, wenn es um Alkohol geht. Okay, und bei Zigaretten? Bin ich auch pro Drogen. Cannabis? Gegen Drogen. Warum? Weil es das Gehirn verballert. Aber es ist ja auch dafür Alkohol viel schädlicher, auch für die Organe und alles. Ja, aber nicht auf Dauer, oder? Doch. Also ich kenne keine Langzeitstudien. Du kennst keine Langzeitstudien von Alkohol, dass das auf die lange Zeit Schaden anrichtet? Noch nie? Nee. Also Leberschäden oder sowas auf Alkohol ist hier neu. Nee, aber ich glaube, dass Cannabis und THC und Co. Schlimmere Schäden anrichten. Vor allem für die Leber, oder? Nee, vor allem in Bezug auf Suchtpotenzial. Suchtpotenzial, oder? Und LSD ist auch richtig krass vom Suchtpotenzial, oder? Super krass auf Suchtpotenzial. Ich weiß es nicht. Du weißt? Also ich bin ein großer Konsument von Alkohol und Zigaretten. Aber ich glaube... Groß? Super groß. Ja. Ich dürfte das niemals ausstrahlen, ich bin Lehrerin. Aber glaubst du, der Konsum würde steigen, wenn man es leichter zugänglich macht? Ich weiß es nicht. Ich meine, in der Schweiz, glaube ich, haben sie ja auch so ein Programm mit Heroin und so weiter. Ja. Und das ist scheinbar besser so. Genau. Ja. Ist das hypokritisch? Nee, sehe ich nicht so kritisch. Ne. Hypokritisch, also dass es irgendwie so widersprüchlich ist, dass man einerseits so in Bayern am strengsten gegen andere Drogen vorgeht, wie Cannabis oder LSD, aber trotzdem dann gleichzeitig solche Feste hier fast veranstaltet. Ja, schon, aber das finde ich gut, weil das regt ja vielleicht die Diskussion an, oder? Das ja, ist genau. Sehr positiv. Das sehe ich jetzt nicht so schlimm. Genau, also sollte man die... Ist ja gut, wenn es so Widersprüche gibt, wenn es Opposition gibt, die sich damit beschäftigt, wenn man das als Ansatz nimmt, um darüber nachzudenken. Ja. Noch besser wäre es halt, wenn man die Auswahl hätte zwischen allen Drogen, oder? Nee. Warum nicht? Also? Ich persönlich brauche es nicht. Ja, aber wenn andere Leute was anderes machen wollen, so...
wenn es genug Leute gibt, die was anderes machen wollen, dann wird die Politik so entscheiden, dass diese Leute auch das machen können. Die wählen die Leute und dann... Genau, man sollte einfach, wenn genügend Leute dafür sind, dann go, go, go. Ja, freilich. Wenn es eine Mehrheit gibt, sofort. Das ist ja Demokratie. Ja, sehr gut. Also alles klar. Ich trinke jetzt mal weiter, gell? Ja, sehr gut. Hauptsache saufen. Bayerns Drogen- und Polizeipolitik ist kacke? Ja. Pro oder Anti-Drogen? Immer pro. Pro, sehr gut. Also, man sollte alle Drogen legalisieren. Ja, nicht alle. Welche nicht? Ja, die, die doof sind. LSD legalisieren, weil LSD ist auf jeden Fall gut. LSD ist nicht doof? Ich würde schon sagen, LSD ist gut. Ja, wenn du das sagst, dann ist das gut. Aber was findest du schlecht? Ja, alles, was doof ist. Okay. Generell eigentlich dagegen, aber sie sollten ruhig mal ein bisschen was gegen die, oder für die Kiffer da, weil das sind Kleinkriminelle, die werden kriminalisiert und sollten es eigentlich mal legalisieren. Sind Sie pro oder Anti-Drogen? Pro. Pro Drogen, sehr gut. Also pro LSD, pro Heroin? Nein. Pro Alkohol? Ja. Genau. Pro Cannabis? Ja. Pro LSD? Nein. Warum Anti-LSD? Ist mir zu heavy. Zu heavy? Ja, ja. Aber wenn es andere Leute nehmen, passt. Ich will niemandem Vorschriften machen. Ja, also sollte man es legalisieren. Ja, maybe. Ja. Ja, perfekt, passt, alles klar, danke für das Interview. Ich kann mich erinnern, dass ich vor ein paar Jahren auf einer Grasdemo zu Zeiten des Oktoberfests war und wir da oft von Oktoberfestbesuchern mit bösen Blicken angefeindet wurden. Und auch heute dachte ich, dass die Leute überwiegend unaufgeschlossen gegenüber anderen Drogen sein werden. Aber ich wurde positiv überrascht. Klar haben viele von sich zuerst behauptet, dass sie krass Anti-Drogen und Anti-Legalisierung sind, aber die richtigen Gegenfragen haben viele zum Nachdenken angeregt oder gar eine Änderung der Meinung verursacht. Man traut Menschen oft zu wenig Vernunft und Offenheit, die Meinung zu ändern zu. Langsam, aber sicher werden immer mehr Menschen aufwachen und realisieren, dass unsere Drogenpolitik falsch ist. Und gerade bei Cannabis sind jetzt schon erstaunlich viele Menschen offen für eine Legalisierung. Die Frage ist nur, wenn normale Menschen auf dem Oktoberfest durch kritische Fragen bereit sind, ihre Meinung zu ändern, warum tun sich viele Politiker dann so schwer damit? Weil sie unaufgeschlossene Menschen sind oder es ihnen vielleicht gar nicht darum geht, was für die Bürger das Beste ist. Und falls die Bürger Gras konsumieren, ist es für sie am besten, das mit einem Vaporizer aus dem Open Mind Shop mit diesem Gutscheincode zu machen. Gönnt euch, erster Link in der Videobeschreibung, abonniert diesen Kabal, Peace!